In einem Kartenspiel hat jede Karte ihre Bedeutung. Es gibt Bildkarten und Zahlenkarten. Unter den Bildkarten sind die Damen weitaus am hübschesten. Aber die Könige stehen über den Damen. Sie sind die höchsten Bildkarten, die vier Könige. Bei den meisten Kartenspielen sind die Asse beliebter als die Könige, weil es die höchsten Karten sind und man damit häufig ein Spiel gewinnen kann. Ich gebe einmal ein Ass zur Seite, die anderen drei Asse zu den vier Königen, und zwar mit der Bildseite nach unten zwischen die Könige. Drei Asse also zwischen den Königen, ein Ass auf dem Spiel. Dieses Ass lege ich auf das Kartenetui oder noch besser unter das Etui. Wenn sich die Asse 1, 2, 3 zwischen den Königen langweilen, dann kann es sein, dass sie sich einfach französisch verabschieden. Das heißt, ohne etwas zu sagen, sind sie plötzlich weg. Auch das vierte Ass hat sich verabschiedet. Die Asse sind dahin zurückgekehrt, wo es ihnen am besten gefällt, in das Kartenspiel. Jedes an seinen Platz. Wenn wir einmal nachsehen, dann sehen wir hier ein Ass, das zweite Ass, das dritte Ass und da hat sich wohl ein Ass verlaufen. Moment. Das kann ja wohl nicht sein. Wenn dies das vierte Ass wäre, dann wäre ich wirklich gut.